Das Grinders lief richtig, richtig gut. Alle waren auf einem guten Weg. Doch dann kam Corona, ja, und das Restaurant musste für immer schließen. Auch die kleine Braterei, die ich letztes Jahr besucht habe, kämpft ums Überleben. Yvonne und Stefan wollen aber nicht aufgeben. Sie sagen, sie trotzen Corona. Und wie es den beiden bis dahin ergangen ist, das seht ihr jetzt. Juli 2019. Frank Rosin besucht die kleine Braterei im hessischen Friedberg. Die Imbissbude kämpft mit großen Problemen und steht kurz vor dem Aus. Die Besitzer Yvonne und Stefan Ummelmann sind völlig überfordert. Wir haben kein Wasser. Wie kann der kein Wasser haben? Würstchen verbrennen. Schmeckt sie? Nee. Ich stehe auf Imbissstand. Aber das ist scheiße hier. Es kommen kaum Kunden. Der triste Anhänger macht wenig Lust auf Currywurst und Burger. Falscher Platz? Nee, sieht aus wie ein Straßenstrich am Kanal. Nicht auffällig genug. Muss nur noch eine bunte Leuchte dran und so. Und ein weißer Wohnwagen. Ja. Frank Rosin übernimmt mit seinem Team die Generalüberholung mit einladendem Außenbereich und schicker Folierung. Dann geht's ans Essen. Der Burger schmeckt. Und die Currywurstsoße? Das hier, das schmeckt wie in Form gebrachter Brühwürfel. Die Ummelmanns beziehen Hartz IV. Die Einnahmen aus der kleinen Braterei werden von der staatlichen Unterstützung abgezogen. Ich habe Angst, dass meine Kinder gehänselt werden. Deine Eltern sind ja Hartz IV-Bezieher und so weiter. Nein. Deine Eltern haben die kleine Braterei, die machen geile Burger hier in Friedberg. Das muss es sein. Ja, umso mehr müssen wir jetzt zusehen, dass wir euch da irgendwie auf den Weg bringen. Ne? Der Traum, raus aus Hartz IV. Frank Rosin zeigt Yvonne und Stefan, wie man die perfekte Soße zubereitet. Niemand kennt sich mit Currywürsten besser aus als er. Der Sternekoch ist in der Pommesbude seiner Mutter quasi aufgewachsen. Neue Optik, neue Rezepte, neue Abläufe. Frank Rosin bringt Schwung in die Imbissbude. Und die kleine Braterei nimmt endlich Fahrt auf. Lecker. Das ist total lecker. Die Wurst ist gut, mit der Soße, herrlich. Auch das Würstchen dazu passt ja. Sehr gut. Also, finde ich auch, gelungene Kombination. 4 Monate später, im November 2019. Wie kommen Yvonne und Stefan ohne die Unterstützung des Sternekochs klar? Schaffen sie endlich den Sprung aus Hartz IV? Bevor der Frank da gewesen ist, hatten wir manchmal Umsatztage von 5 Euro. Maximum 50 Euro. Und nachdem der Frank da gewesen ist, hatten wir dann echt Umsätze von 150, 200 Euro. Was auch gestiegen ist, sind die Anfragen für Events auch. Doch auch hier sind die Ummelmanns auf Hilfe angewiesen. Ja, unser Auto ist ja auch noch mal so eine Sache. Der darf nur eine Tonne ziehen und der Imbisswagen wiegt 1,5 Tonnen. Wir haben Gott sei Dank einen netten Stammgast, der mit seinem Freund uns immer zu den Events zieht. Sonst könnten wir an gar keinem Event teilnehmen. Also er sagt, das macht ihm nichts aus, er macht das unentgeltlich, er macht das gerne. Und ja, gut, dass er da ist mit seinem Kumpel. Für ein passendes Auto fehlt das Geld. Denn Yvonne und Stefan mussten erst einmal in ein Faltzelt investieren, das die Gäste vor Schnee und Regen schützt. Ebenfalls neu in der kleinen Braterei, ein saisonaler Burger. Also Hack 5 Kilo, dann der Rucola. Der Rucola für den neuen Burger. Ja. Camembert, Preiselbeeren. Und wir haben heute mal geplant, unseren neuen Winterburger auszuprobieren. Mal gucken, ob er gut ankommt. Wir hoffen es, weil das ist mal was ganz anderes. Mit Rucola, Camembert und Preiselbeeren sorgt der Winterburger 2019 dafür, dass auch in der kalten Jahreszeit die Gäste kommen. Und so hier in der Umgebung ist das mit einer der besten Burger, die man hier kriegt. Ich fand schon immer die Burger hier gut. Die sind irgendwie was Besonderes hier im Umkreis. Ein gut laufender Imbiss und raus aus Hartz IV. Der große Traum ist zum Greifen nah. Das Zelt war voll, alle Tische waren belegt. Der Umsatz war in 2 Stunden in der Kasse. Und ich schaue eigentlich recht optimistisch in die Zukunft. Ich denke, wir können das schaffen. 4 Monate später, März 2020. Corona hat Deutschland fest im Griff. Wie geht es der kleinen Braterei?
Stefan schickt dieses Video. Wie man sieht, die Klappe ist zu, dank Corona. Die Umsätze sind runtergegangen, also sie sind so weit runtergegangen, dass es sich gar nicht mehr lohnt, die Klappe zu öffnen, weil die Unkosten gar nicht mehr abgefangen werden können. Ist das das Aus für den Imbisswagen? Juli 2020. Seit 8 Wochen haben Yvonne und Stefan den Imbiss wieder geöffnet. Ob heute genug Gäste kommen, um die fehlenden Einnahmen aus dem Lockdown auszugleichen? Die neuen Hygieneauflagen bedeuten einen erheblichen Mehraufwand. Ja, die Herausforderung ist ja die ganze Sache, das halt immer zu reinigen, zu desinfizieren. Jedes Mal, wenn ein Gast weg ist, dann sofort wieder desinfizieren. Desinfizieren, desinfizieren. Das ist die Situation. Wird sich die Mühe lohnen? Seit Beginn der Corona-Pandemie kommen spürbar weniger Gäste. Die Hamsterkäufe gingen ja schon vor dem Lockdown los. Und da haben wir schon gemerkt, alle Läden sind voll, nur bei uns steht kein Gast und isst keiner meine Wurst. Und da wurde es uns schon mulmig, weil wir dachten, oh her, wo führt das hin? Also jetzt kaufen sie alle ein, schließen sich zu Hause weg, essen nur noch zu Hause. Und hier bei uns ist es leer. Also ein bisschen traurig wurden wir dann auch schon und ängstlich. Dank der Corona-Soforthilfe überstehen Stefan und Yvonne die Zeit des Lockdowns. Der Traum vom Leben ohne Hartz IV ist aber vorerst geplatzt. Das Ehepaar kämpft weiter darum, den beiden Kindern eine bessere Zukunft bieten zu können. 300 Euro müssen sie im Schnitt pro Tag einnehmen, sonst lohnt sich das Geschäft nicht. Gut, wir haben gesehen, es lief erst ganz schleppend an. Also es waren die ersten Tage überhaupt fast null Umsätze, also 10, 20, 30 Euro, so wie wir es aus der Anfangszeit vor Rosin gewohnt waren. Dann zog es ein bisschen an, aber es ist noch nicht da, wo wir waren, als wir nach der Ausstrahlung mit Frank Rosins Restaurants hingekommen sind. Da waren sogar im Winter die Umsätze noch ein bisschen besser als jetzt im Frühling, wo eigentlich Imbisswetter ist. Der Imbiss steht auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet von Friedberg. Ein eher nüchternes Ambiente. Das wollen die Ummelmanns mit frischer Dekoration ändern. Wir haben gedacht, irgendwie fehlt noch so ein kleines kuscheliges Action hier. Obwohl es ja nicht so kuschelig ist, aber so ist es doch ein bisschen einladender und schicker. Das Auge isst ja auch mit. Kurz vor dem Mittagsgeschäft holt Yvonne neue Flyer aus der Druckerei. Durch die Corona-Krise haben sich die Preise geändert. Alles ist teurer geworden. Die Wurst ist teurer geworden, das Hackfleisch ist teurer geworden. Da mussten wir leider unsere Preise halt auch erhöhen. Und dann auf unseren alten Flyern sind halt noch die alten Preise halt drauf. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir jetzt lieber neue Flyer, dass wir dann nicht immer bei jedem Flyer rausgeben dann sagen müssen, aber sorry, die Preise sind teurer geworden, sind noch die alten Preise. Hallihallo! Hallo. Guck mal, deine Flyer. Super. Sehr gut. Rückseite. Genau wie wir es wollten. Besser geht's ja gar nicht. Ich habe noch eine kleine Überraschung für dich. Zweimal. Einmal für dich und einmal für den Stefan natürlich. Das ist ja geil. Ein kleines Täschchen, um die Flyer aufzubewahren. Ja. Und einen Mundschutz. Gut. Corona lässt grüßen. Ja. Das ist ja schön. Mit dem Mundschutz können die Ummelmanns Werbung für ihren Imbiss machen. Und auf den Flyern stehen jetzt die richtigen Preise. Um durchschnittlich 50 Cent sind die Gerichte teurer geworden. Ja, perfekt. Fesch. Das gefällt mir. Fehlt nur noch ein Haarreifen, kleine Braterei und dann ist es gut. So, vielen, grüß mir den Stefan. Mach ich und vielen, vielen Dank, dass es so schnell geklappt hat. Aber gerne doch, für euch immer gerne wieder. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Guck. Aha. Was hast du für einen schönen Mundschutz auf? Was ist jetzt los? Und die Flyer. Für dich habe ich auch einen. Ein wunderbar. Und wir haben sogar Tütchen geschenkt bekommen für unsere Flyer. Süß, ja. Hammer, ne? Das ist doch schön. Alles ist startklar für das Mittagsgeschäft. Hi. Hey. Bitteschön. Ich hätte gern eine Bratwurst ohne alles. Gerne, machen wir. Seit Corona nehmen viele Gäste ihre Bestellung mit. Wer nicht warten will, kann bequem per Handy ordern. Das Takeaway ist auf jeden Fall gestiegen, weil die Leute nehmen lieber mit, als dass sie hier essen. Und
Ja, es wird gut. Es wird gerne angenommen, auch jetzt in der Corona-Zeit. Einfach per WhatsApp vorzubestellen, zu der Uhrzeit abzuholen. Schnell parken, Parkplatz ist immer frei. Und ab nach Hause essen oder wo auch immer hin. Nach der Flaute im ersten Lockdown muss dringend Geld in die Kasse. Das Problem, die Einnahmen durch das Mittagsgeschäft reichen nicht, um davon zu leben. Nach Frank Rosins Besuch hatten sich Yvonne und Stefan ein zweites Standbein aufgebaut. Catering für Hochzeiten, Geburtstage und Firmenfeiern. Der Service kam gut an, bis zum Corona-Ausbruch. Die haben abgesagt. Die haben abgesagt. Und die anderen auch. Ja. War zwar nur was Kleineres, nicht so groß, aber halt auch ciao, ne? Ja. Was eigentlich irgendwie ganz tragisch war, hier ja, das hier, ne? Mit 400 Personen, ne? Das wäre halt auch mal eine Hausnummer für uns gewesen, ne? Fürs Catering gibt es aktuell keine Aufträge. Dabei hatten die Ummelmanns kurz vor dem Lockdown ein größeres Auto gekauft, um den Imbisswagen zu den Events fahren zu können. Ach so, ja, unser ganzer Stolz. Das neue Auto. Wir hatten ja vorher den kleinen Golf, mit dem durften wir den Imbisswagen ja nicht ziehen. Das Problem war ja da. Da hat uns ja Gott sei Dank immer ein Gast geholfen, ein guter Stammgast. Und wir wollten unabhängig sein und haben uns jetzt dann gesagt, weil der TÜV auslief bei dem Golf, investieren wir halt noch mal ein bisschen Geld. Das ist ein gebrauchter, also kein teures Auto. Aber Hauptsache, wir sind unabhängig und können den Imbisswagen endlich mal alleine ziehen. Also wir wären jetzt soweit für die Events, aber die Events sind nicht soweit bereit für uns, leider. Ja, Hängerkupplung, alles dran. Er darf ziehen und wartet nur, dass er ziehen darf. Heute ziehen vor allem die hausgemachten Burger-Kreationen. Zum Beispiel mit Jalapeno oder Camembert mit Preiselbeeren. Die Brötchen backt Stefan jeden Morgen selbst. Die Gäste wissen das zu schätzen. Ich habe alle möglichen Buden ringsherum ausprobiert, geguckt, was wo ist. Das ist mein persönlicher Lieblingsladen. Ich bin regelmäßig da, kann man glaube ich sagen. Ja, ja. Also von daher. Das freut uns auch sehr. Ich mache den Laden einfach. Um 14 Uhr geht das Mittagsgeschäft zu Ende. Ob heute die benötigten 300 Euro eingenommen wurden? In den letzten Wochen waren Stefan und Yvonne davon weit entfernt. So, wollen wir mal gucken. Ja. Ja, heute würde ich sagen, sind wir zufrieden mit der Bilanz. Noch nicht dort angekommen, wo wir hin müssen, aber wir sind sehr zufrieden. Die Gäste kommen, es war auch zwischendurch gut was zu tun. Die Gäste waren durchweg zufrieden, was ich mitbekommen habe. Es waren auch einige neue Gesichter. Wenn es denen geschmeckt hat, erzählen sie es vielleicht auch wieder weiter. Die Mundpropaganda läuft dann. Und somit sehen wir auch das Ganze recht optimistisch, dass es jetzt doch, also doch in diesem Erfolgsbereich bleiben wird. Und heute, Friedberg vor wenigen Tagen, haben Stefan und Yvonne es endlich geschafft, ohne Hartz IV und von ihrem Imbiss leben zu können? Eines ist klar, Gäste werden hier heute keine stehen. Ich mach direkt die Folie drüber. Ja. Dass Stefan heute keine Tische aufstellt, hat nichts mit dem nasskalten Wetter zu tun. Das sind unsere Stehtische, die hatten wir sonst immer draußen stehen. Die bunkern wir natürlich immer im Imbisswagen. Die brauchen wir jetzt im Moment nicht mehr. Deswegen machen wir sie, schließen wir sie ab, tun wir so unsere Folie. Dann brauchst du sie jetzt nicht jeden Tag immer wieder rein und raus lagern. Dann bleiben die erstmal hier, bis der Lockdown vorbei ist und dann schauen wir weiter. Im aktuellen Lockdown darf die kleine Braterei zwar öffnen, aber die Auflagen wurden weiter verschärft. Also im Moment dürfen wir den Leuten halt nur zum Mitnehmen verkaufen oder Auto essen. Viele sagen dann, ja, können wir nicht hier essen. Und dann sagen wir, auf unserem Grundstück dürfen sie es nicht. Corona bestimmt weiterhin den Betrieb in der kleinen Braterei. Zwar weckte der Sommer Hoffnungen auf steigende Umsätze, doch seit Anfang November ist wieder alles anders. Die Umsatzzahlen gingen schon runter, als es hier in den Märkten anfing, dass das Klopapier knapp wurde. Also wieder alle anfingen zu hamstern und im Fernsehen wurde gesagt, die Corona-Zahlen steigen. Das haben wir direkt gemerkt, weil wenn die Corona-Zahlen steigen, fallen direkt die Umsatzzahlen. Die Leute haben Angst, sie sind vorsichtig. Ja, die Umsätze sind sehr im Keller. Also gestern haben wir beispielsweise, standen wir hier für 80 Euro. Also das hält gerade mal vielleicht so. Die laufenden Kosten, die Miete, die Mülltonne, den Strom, da bleibt nichts über. Ne? Von den 300 Euro Mindestumsatz und einem Leben ohne Hartz IV sind Yvonne und Stefan wieder weit entfernt. Trotzdem bereiten die beiden jeden Tag alles frisch zu. Wie der Frank Rosin sagt, trotz alledem immer gut vorbereitet sein. Immer, man muss eigentlich immer davon ausgehen, heute brummt es und so musst du kalkulieren, so musst du alles auffüllen. Wenn es dann halt nicht brummt, schmeißt es halt weg. Das ist Gastro, ne?
Vor Corona bereitete Yvonne um die 30 Burger-Patties pro Tag vor. Heute sind es maximal 20. Und mit dem sinkenden Umsatz wachsen die Sorgen der 39-jährigen Mutter. Also ich muss sagen, die momentane Situation macht mir ganz schön Angst. Ich habe Angst, dass wir es nicht schaffen, dass wir aufgeben müssen. Dass wir uns geschlagen geben müssen. Ohne Corona wären wir über den Berg, da hätten wir es geschafft. Bin ich mir ziemlich sicher. Noch aber hoffen die Ummelmanns, dass die Gäste zurückkehren. Vor allem die hausgemachten Burger sollen dabei helfen. Und ein Bäcker aus dem nahegelegenen Butzbach. Hi, guten Morgen. Hi, servus. Na, bist heute mit deinem großen Lieferwagen da. Großen, ja. Jo, hi. Hast du deine Brötchen mitgebracht? Ja, super. Einmal hast du dir die normalen Brötchen? Ja, ja, klar. Heute brauche ich ja nicht so viele. Seine Brötchen macht Stefan inzwischen nicht mehr selbst, sondern lässt sie von einem Profi backen. Die Mühe lohnt sich einfach dann für mich auch nicht mehr. Weil wenn viele Brötchen, wenn viele Burger mal gehen, schaffe ich die Produktion da drin nicht mehr in meinem kleinen Imbisswagen. Und mit der Bäckerei bin ich sehr zufrieden. Ich kann mal 20 bestellen, wie ich es brauche, mal 50, mal 60. Dann hast du hier deine, deine speziell angefertigten Brötchen. Was ist jetzt alles drin? Kurkuma. Safran direkt aus dem Iran. Wir möchten damit eigentlich noch mal wieder einen Winterburger kreieren, den wir dieses Jahr den bunten Winterburger nennen. Dann kommt da ein gerösteter Kartoffeltaler drauf. Das Fleisch, natürlich 150 Gramm frisches Rinderhackfleisch. Und obendrauf noch mal für die Farbe noch mal ein bisschen Rotkohl. Da kommt auch mal ein bisschen Farbe in den Winter, oder? Ich sag's mal so schön, Safran macht den Kuchen gel, aber auch die Brötchen gel. Ja, das ist gut, das passt jetzt zur Weihnachtszeit, ey. Ja. Genau, ey, super, da danke ich dir, da probieren wir mal und gucken wir mal, wie die ankommen bei unseren Gästen. Ja, damit die Brötchen bei dem nasskalten Wetter wieder schön fluffig werden, kommen sie noch einmal 15 Minuten in den Backofen. Doch Zeit, um den neuen Winterburger zu testen, bleibt erstmal nicht. Denn um Punkt 11.30 Uhr startet das Mittagsgeschäft und damit die wichtigste Tageszeit für die kleine Braterei. Ja, wir hatten anfangs ja die Öffnungszeiten bis 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr. Aber momentan ist es leider so, also, dass nur das Mittagsgeschäft noch läuft. Deswegen haben wir sie nach hinten weg verkürzt auf 16.30 Uhr und hoffen, dass es dann bis dahin läuft, obwohl echt wirklich ab 14.30 Uhr nichts mehr los ist. Ja. An dieser Stelle haben wir eine telefonische Bestellung. Kleine Braterei, hallo. Zwei Hamburger mit Pommes, Pommes, Ketchup, Mayo. Zwar sagen wir 12 Uhr, passt das? 12 Uhr. So, und das wird jetzt ein Cheesy. Die meisten Gäste bestellen telefonisch oder ganz unkompliziert über WhatsApp. Ein Cheeseburger mit Pommes Mayo, logischerweise zum Mitnehmen. Aha. Jawohl. Stammgäste kommen lieber persönlich. Doppelte Rindscurry Pommes, Ketchup, Mayo, Burgersoße, Currysoße. Mayonnaise. Die Stammgäste sind uns sehr wichtig, weil sie kommen immer wieder, weil es ihnen schmeckt. Und das ist uns sehr wichtig. Und sie sind zufrieden mit dem, was wir machen. Und sie geben uns natürlich auch den Anreiz, weiterzumachen. Ne? Viele sagen, komm, weiter. Nicht aufgeben. Weiter, weiter, weiter. Das stimmt. Ich meine, es wäre schade. Ich meine, es ist ein Unikat und es ist eine wunderbare, schöne Angelegenheit, was die beiden hier machen. Von der Seite her denke ich mal, auf jeden Fall weitermachen und unterstützen in jeder Form, die es irgendwie geht. Schön, dass du da warst. Jetzt müssen wir dich leider wegschicken zum Essen. Dann viel Spaß im Auto. So, ja, meine sagen, wir hätten keine Sitzplätze hier, ne? Genau. Guten Appetit, bis dann. Zumindest ist es im Auto wärmer und trockener als vor dem Imbiss. Andere lassen sich ihr Essen lieber einpacken. Der Kontakt mit den Gästen hat sich durch das Takeaway-Geschäft auf ein Minimum reduziert. Ich danke, guten Appetit, einen schönen Tag, ciao. Wie Frank Rosin das auch so schön sagt, ist das beste Aushängeschild sind halt Gäste, die vor deinem Imbiss stehen und essen. Das haben wir halt im Moment nicht. Ne? Sieht halt immer dann leer aus. Deswegen ist es halt schade. Ne, man kommt auch nicht so ins Gespräch oder so, ne? Halt nur bestellen, einpacken und weg. So ist es im Moment leider. Kurz darauf kann von fehlenden Gästen vor dem Imbiss allerdings keine Rede mehr sein. Die kleine Braterei erlebt einen Ansturm wie lange nicht mehr. So, wohin gehe ich denn hin? Das zweite Wokleiste wäre nicht schlecht, ne? Ja. Mit den Bestellungen werden auch die Wartezeiten länger. Denn vor allem die Zubereitung der Burger ist aufwendig. Dann Burger bitte.
Also Burger 13 Uhr erst. Das dauert noch länger. 13:30 Uhr. 13:30 Uhr. Im Moment läuft es sehr, sehr, sehr super gut. Wie man sieht, wir haben schon Salatmangel, wir müssen nachwaschen. Und ja, Murphys Gesetz, ne? Denkst, es ist ruhig und jetzt ist es schon wieder so viel Burger an der Bongleiste, dass wir den einen oder anderen schon vertrösten müssen. Den nächsten Burger können wir eigentlich erst so in 40 bis 50 Minuten dann produzieren. Also wir mussten schon einen Gast leider wegschicken, weil die ganze Bongleiste voller Burger steht und wir müssen Gas geben. Ja. Jetzt darf nichts schiefgehen, um die Kunden nicht zu verärgern. Ob der kleinen Braterei das heute gelingt? Yvonne und Stefan betreiben die kleine Braterei, einen Imbisswagen. Letztes Jahr war Frank Rosin vor Ort, um zu helfen, doch dann kam Corona. Jetzt dürfen die Kunden wegen des Lockdowns beim Imbiss nicht mehr essen. Und trotzdem war jetzt, als wir vor Ort waren, richtig viel los. Können Yvonne und Stefan ihre kleine Braterei trotz der Krise noch retten? Sie sind ein bisschen gestresst bei der ganzen Masse an Menschen. Die wirken im Moment sehr beschäftigt. Er ist sehr nervös. Sehr nervös. Und super, super unstrukturiert. Oh. Um Struktur und Ordnung in die Bude zu bringen, organisierte Frank Rosin einen Praktikumstag in einem der bekanntesten Currywurst-Imbisse von Frankfurt am Main. Er hat einen Verkauf. Ja. Er schreit dir durch, was so eine Pommes da ist, Mittel etc. Okay, und auf er kassiert. Ja. Mehr brauchst du nicht machen. Okay. Ja, geht das in Auftrag, weil wenn jeder jeden hier rumwuselt, ja, dann wird man bescheuert. Genau. Ja. Das Ehepaar konnte hautnah miterleben, wie Hand-in-Hand-Arbeit tatsächlich funktioniert. Von den perfekten Abläufen im Profi-Imbiss haben sich Yvonne und Stefan einiges abgeguckt. Wir sind irgendwie eingespielt. Also jeder weiß, wo sein Platz ist, jeder weiß, was er zu tun hat. Ich höre dann einfach nur Cheeseburger, okay, los geht's, Burgerbrötchen raus. Er braucht's gar nicht sagen. Oder ich gucke nur auf die Bongleiste. Also inzwischen verstehen wir uns blind. Die meisten Gäste nehmen auch mal Wartezeiten in Kauf. Denn wie gut die Burger der kleinen Braterei sind, hat sich herumgesprochen. Ich muss ehrlich sagen, wir holen hier das erste Mal was. Mein Mann hat schon so oft davon gehört und wurde quasi ganz oft darauf hingewiesen, dass es hier richtig tolle Burger gibt. Wir essen gerne Burger. Und deswegen haben wir gedacht, das machen wir jetzt auf jeden Fall mal. Gerade in der aktuellen Lage versuchen wir ja dann doch alle möglichen, ob Imbissbude, Restaurants zu unterstützen. Ja, deswegen wollten wir es heute mal austesten. Für die Burger-Fans soll es ab heute auch eine ganz neue Kreation geben, die sich Yvonne und Stefan passend zur Jahreszeit ausgedacht haben. Alles Paletti bei dir. So weit, so gut bei euch. Auch gut. Oh. Die neuen Kurkuma-Safran-Brötchen sind gekommen. Oh. Wollen wir den mal probieren jetzt? Komme ich ja wohl gerade richtig. Bitte schön. Das war das Ding, was du erzählt hattest. Ja, ja, mit Safran, Kurkuma, ja. Und einen Hefeteig mit allem drum und dran. Mach mal einen fertig. Soll ich einmal einen machen? Ja, wollen wir mal einen probieren? Machen wir. Der neue Burger besteht aus einem knusprigen Rösti, dem Hackfleisch-Patty und obendrauf etwas Rotkohl. Das Rezept haben sich Stefan und Yvonne selber ausgedacht. Jetzt bringen sie es zum ersten Mal buchstäblich an den Mann. Sieht sehr, sehr gut aus. Bitte sehr, meine Herren. Dann zeige ich mal. Schön. Super. Ja. Also bunt ist er. Dann guten Appetit. Hoffentlich schmeckt. Das Brötchen sieht schon mal geil aus, finde ich. So richtiger Eyecatcher. Also das Kurkuma kommt raus, das Safran vom Brötchen. Rotkohl schmeckt man. Also Rösti ist gut, das Kross, Rotkraut, Fleisch ist sowieso Bombe. Und ein bisschen Farbe im Winter. Das ist eine gute Sache, schön. Sehr geil, oder? Nehmen wir, oder? Der Probelauf ist geglückt und der neue bunte Winterburger kommt ab sofort auf die Karte. Zu einem Einführungspreis von 6,50 Euro. Vielleicht kann er noch mehr Gäste zum Imbiss locken. Und dann um 15 Uhr ist es Zeit, eine Bilanz des Mittagsgeschäfts zu ziehen. Jo, 212 Euro. So nennt man ein gutes Mittagsgeschäft, kann man schon mal sagen. Ne? Ein okayes Mittagsgeschäft. Ein super, ja, doch. Ja, ja gut, jetzt für die Corona-Zeit ist es super.
Seit fast 2 Jahren kämpfen Yvonne und Stefan nun darum, ohne Hartz IV leben zu können. Bisher ist das nicht gelungen. Aber trotz aller Rückschläge träumen die beiden weiterhin von einem unabhängigen Leben mit ihrem Imbiss. Aufgeben wäre jetzt das Verkehrteste. Wir ziehen mal weiter durch und dann schauen wir weiter. Solange wir noch gestützt werden, geben wir unser Bestes und es wird schon. Es wird schon. Hoffen wir es. Ne? Okay. Wir machen das schon. Ja. Machen wir noch mal ein bisschen arbeiten. Arbeiten. Ja.